Bonjour Bissom, Alsace Rock, la tournée des terroirs ist ein Wanderfestival, wie jedes Sonntag vom 23. April bis 1. Juillet stattfindet. Das Ereignis ist vom Verband Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace organisiert, im Rahmen vom 70. Geburtstag von der Elsässischen Weinstraße, und es fängt hier in Scherwiller an. Kaiser Music Productions. Philippe Bouvet, bonjour. La tournée des terroirs, est-ce que c'est une invitation à découvrir ou à redécouvrir la richesse des terroirs alsaciens? Alors c'est ça, déjà c'est une immersion. Ça c'est le grand parti pris de cette tournée événementielle qui est une première en France. Hein. On trouvera 15 événements sur 15 dates, dans 15 lieux, 15 sites différents tout le long de la route des vins, où on trouvera un bar éphémère qui sera animé par les vignerons, de la restauration locale, et puis trois types d'ateliers, des ateliers dégustation, des ateliers d'approfondissement et des ateliers qu'on a appelés en mouvement, qui vont de la promenade en calèche jusqu'au yoga, qigong dans les vignes. Donc c'est vraiment un événement de très très grande ampleur. Und hier in Scherwiller ist alles gericht für am Sonntag. Bonjour Olivier. Herzlich willkommen, Sandrine Scherwiller. Merci, herzlich willkommen mit dem Messer. Ja, und mit dem Messer. Das ist schon unser Zeichen für die Confrérie des Rieslinger. Ist hier der Treffpunkt? Hier ist der Treffpunkt für den Sonntag, wo sie das 70-jährige von der Weinstraße von Melsos feiern. Wie sehen wir hier? Das ist Daniel Kritz. Daniel Kritz Kobal. Und dann war das Terroir vom Rittersparri. Da gehen wir jetzt hin? Ja, da gehen wir jetzt hin. In Scherwiller haben wir zwei Appellationen. Der Rittersparri, der in Lüdi ist, und die Appellation Kommunal Riesling de Scherwiller. Was macht der Ihre Bude unschätzbar? Das ist der famose Granit. Der Granit ist unter alle Raven, die wir jetzt hier sehen, in den Ageien. Das macht aus der Bude, das kommt mit ein bisschen Granit, das kleine Stein. Aber unten ist der Fels. Hilft der Boden besser, den Spruch vom Wein ja, zu verstehen? Ja, wissen wir was? Am besten machen wir eine Weinprobe. Nur sehen wir es am besten. Ja, das machen wir jetzt. Das ist der dann? Das ist der oben, ja. Wo der da vorne ist. Der, das ist die Tab d'Orientation. Okay, das ist für dich. Sind ihr alle Botschafter vom Königswein von Scherwiller? Ja, genau. Das ist Confrérie des Rieslinger. Das ist jetzt der Riesling 2021. Mhm. Man fängt immer an mit dem jüngsten Riesling. Eine schöne Sira. Das haben wir gerne, Scherwiller, schöne Sira für den Wein. Weil man so ja spritzig. Und nachher hat man immer den schönen Geschmack vom Obst, von der Zitrone. Was ist die Differenz mit dem älteren Riesling? Der hat schon eine andere Farbe? Ja, also eine Farbe ist ein bisschen dunkler, ein Goldagal. Wir Winzer sagen ja den Petrolgeschmack. Und nachher im Müll finden wir richtig den Granitfelsen, den wir gesehen haben vorher in der Alsacien, wir profitieren aus der Dose, vielleicht aus der alten Grand Maître der Rieslinger, die Macht übergeht im neuen Grand Maître der Rieslinger. Im Namen von der Confrérie von Scherwiller. Bravo. Merci Bernard. Also, Tournée des Terroirs ist auch ein Mittel, für das historische Erbe zu ehren. In Scherwiller, egal wie man ist, sagt man den Ortenburg. Und da gehen wir jetzt an miteinander. Annette, ihr seid eine von den Mitgründerinnen vom Verein Les Sentinelles de l'Ortenburg. Was sind Ihre Aufgaben? Hauptsächlich den Graswachs bemeistern und dass das Schloss in Sicherheit immer ist für die 50.000 Besucher, die jedes Jahr hier durchkommen. Und hier hat man eine Sicht. Scherwiller. Scherwiller, Kästenholz. Warum ist der Ortenburg der Herr von der elsässischen Schlösser genannt? Der Ortenburg ist das beste Beispiel vom mittelalterlichen militärischen Architektur im Elsass. Also Tournée des Terroirs ist unsere gewöhnliche Entdeckungsreise vom Elsass für große und kleine wie Antoine Gebert. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald! Hallo, ich bin Sommer, ich bin Theodor, ich bin 11 Jahre alt, ich wohne in Schwengelsen. Was machst du in Schwengelsen?
Ich helfe meiner Papa auf der Bürgerei. Und ich fahre mit dem Traktor im Feld. Bist du Frau oder frisch? Ich bin Frau. Mit wem? Mit dem Bruder. Und mit dem Kumpels? Was machen wir miteinander? Ratschen. Wo was? Bürgerei. Was willst du mal machen, wenn du groß bist? Ich will Geissenbüro. Warum Geissen? Hast du sie gern? Nein. Fang doch. Willst du Geissenkäse machen? Ja. Hast du schon eine Geiss? Ja, zwei. Heidi und Angelo. Wisi? Wisi und Bruni. Was isst du gern? Brotwurst, Schmierwurst. Dachte ich nicht. Mit was spielst du? Mit meinen Geissen, meinen Katzen. Mit den Gü. Das ist alles. Was denkst du vom Elsassisch? Eine schöne Sprache. Ein 102 oder ein 103 für Mobilette? Ein 103. Warum? Ah, ist eine gute Marke. Das ist ein Peugeot. Hast du schon eine? Nein, noch nicht. Aber ich will eins.